Ja, freue mich sehr. Ich hoffe, dass alle unsere Zuschauer jetzt mit Freude die Ostereier schon alle gegessen haben. Heute am Dienstag nur 5 Kandidaten. Ja, warum? Wir haben nur eine Viererwoche. Also mein Name ist Yvonne Eisele. Ich komme aus Wien, Österreich. Bin 30 Jahre alt und bin derzeit selbstständig im Bereich Immobilienwirtschaft, Marketing und Sales. Ihr Freund ist ja Chefkoch und soweit ich weiß, hat sie wirklich versucht zu trainieren mit ihm, immer exakt auf Zeit und genau das, was sie macht. Schauen wir mal. Ich gebe mein Bestes und hoffe, es schmeckt. Ja, hallo, ich bin der Michael, ich komme aus Itzehoe in Schleswig-Holstein. Ich bin 53 Jahre alt. Verheiratet, habe 2 Jungs im Alter von 17 und 13 und bin beruflich bei der Bundespolizei. Michael, Polizeivollzugsbeamter, heute bin ich sein Vollzugsbeamter, weil da kann er mal gucken, was der Koch so möchte. Ich bin Karin Mahnert, bin 66 Jahre alt und wohne in Heilbronn bei Stuttgart. Sie ist sehr auf sich fixiert, sie möchte sehr klar strukturiert am möglichst ohne Belästigung gut kochen. Mal schauen, ich werde sie auf jeden Fall ein bisschen nerven heute. Ja, das stimmt, aber ich muss mich damit arrangieren und ich werde es. Ich bin Oliver Sommer, ich bin 27 Jahre alt, komme aus Halle an der Saale und studiere im Master Historische und Vergleichende Sprachwissenschaft und Deutsch als Fremdsprache. Also Oliver, ein Spezialfall würde ich sagen, liebt Heavy Metal Musik. Ja, das heißt erstmal nichts. Ich bin einfach gespannt. Heute geht es ums Kochen und jetzt muss er erstmal zeigen, was er in der Küche anfangen kann. Hallo, ich bin die Stefanie Probst, ich komme aus München, bin 43 Jahre und Mutter eines 10-jährigen Sohnes und bin Key Account Managerin. Stefanie ist ja so ein Italo-Fan, obwohl sie ja gar nichts Italienisches kocht. Das Problem ist einfach die Zeit. Ja? Also Nudeln selbst machen, die müssen einfach ein bisschen ruhen und da hatte ich einfach ein bisschen Bedenken. Neue Woche, neues Glück, neue Rezepte. Auf geht's mit der Küchenschlacht. Weiter mit der Küchenschlacht. Und Sie sehen, in dieser Woche wegen der 4 Tage habe ich nur 5 Kandidaten. Alle sind motiviert, alle sind ehrgeizig, möchten kochen. Deshalb fangen wir jetzt an. An die Töpfe, fertig, los. So. Wir haben heute natürlich auch als Thema das Leibgericht. Jeder hat sich was einfallen lassen. Und ich darf Ihnen sagen, natürlich haben wir auch einen Juroren. Wir haben also keine Kosten und Mühen gescheut. Er ist extra aus München angereist. Wir freuen uns auf Alfons Schubeck nachher. Alfons Schubeck kenne ich. Wer kennt ihn nicht, ne? Ja, Alfons Schubeck, den habe ich schon ein paar Mal getroffen. Er kann sich wahrscheinlich an mich nicht erinnern, aber ich mich an ihn. Und natürlich München, Bayern, also das ist natürlich immer, da freue ich mich sehr darüber. Ich liebe auch die Stadt München, ist meine Lieblingsstadt. Ich liebe den FC Bayern und der FC Bayern und Alfons Schubeck gehören auch irgendwo zusammen und deshalb freue ich mich wahnsinnig darüber. Und wir begrüßen zunächst mal aus Österreich eine Landsmännin. Aus ja. Wien kommst du, der Hauptstadt sozusagen. Ja. Ich komme ja aus der Steiermark. Schön. Die Steirer und die Wiener verstehen sich ja ganz gut, oder? Ja, die schon. Ja. Was gibt's denn heute bei dir? Bei mir gibt's heute offene Ravioli mit glasiertem Gemüse und Kräuterschaum. Was heißt offene Ravioli? Ja, dürft ihr gerne klatschen. Was heißt denn offene Ravioli? Das heißt nicht, dass ich zu faul bin, sie zuzumachen, sondern das hat sich einfach so ergeben. Ich esse sehr gerne Gemüse und irgendwann war dann zu Hause mal ein paar Lasagnenblätter über und die habe ich dann einfach gemacht und habe sie einfach unter und ober das Gemüse gelegt quasi. Und so ist das dann irgendwie entstanden, dass man daraus eigentlich ein Gericht machen könnte. Also einfach Nudelblätter werden gefüllt mit Gemüse und genau, dekoriert mit Kräuterschaum und Apple Blossom.
Gut. So funktioniert das Ganze dann. Also offene Ravioli stelle ich mir vor, dass man das in so eine Form reingibt. Das ist wie eine Lasagneplatte, die man praktisch dann in Förmchen reingibt und da was einfüllt. Gemüse und dann einen Kräuterschaum dazu macht. Hört sich eigentlich ganz nett an, aber muss halt auch handwerklich gut gemacht sein. Ja. Wir sind stolz, dass du da bist und mach bitte Dankeschön. Österreich keine Schande jetzt. Gell? Ich versuch's. Ja. Viel Erfolg! Er kommt aus Itzehoe, ist Polizeivollzugsbeamter. Das ist in der Bundespolizei was ganz Gefährliches. Herzlich willkommen, Michael Zierk. Also, heute bin ich der Vollzugsbeamte, gell? Das freut mich. Erzähl's mir erstmal, was es gibt. Ja, wir machen eine Saltimbocca alla Romana mit einer Marsala-Soße und eine cremige Spinat-Parmesan-Polenta. Oh. Saltimbocca, der Klassiker schlechthin. Das heißt, glaube ich, spring in den Mund. Oder wie heißt spring in den Mund, genau. Spring in den Mund heißt es. Das ist also hier Kalbschnitzel dann. Polenta gibt es dazu. Foto haben. Guter Alfons, der dazu sagt. Ja, erstmal wünsche ich das Publikum hier viel Erfolg. Schön, dass du da bist. Danke. Ja? Danke. Sie kommt aus Bayern und heißt Stefanie Probst. Herzlich willkommen. Hallo. Aus Pfaffenhofen. Genau. Hier steht, ist Mutter mit Herz, Leib und Seele. Stimmt das? Das stimmt. Das stimmt. Mein Sohn ist mein Ein und Alles. Und das Kochen auch? Absolut, das ist der größte Kritiker. Den muss man glücklich machen. Aha. Willst du uns halt auch glücklich machen? Mit was? Ja, ich hoffe. Ich mache Käsespätzle mit großen Zwiebelringen. Dann mache ich noch einen Feldsalat mit einem Kartoffeldressing und großem Speck. Oh. So ist er. Mhm. So ist einmal der Plan. Das ist ja so ein deftiges, eigentlich so ein beliebtes Gericht auf der Skihütte oder auch sonst genau. So in Bayern, gell? Absolut. Ist bei dir bei den Spätzle etwas Besonderes, was man wissen muss bei Käsespätzle? Bei mir ist einfach, das schmeckt. Das wäre es muss schmecken. Fall. So genau. Sehen sie aus, jawohl. Ich bin sehr gespannt. Ich liebe Käsespätzle und ich liebe Menschen aus Bayern. Schön, dass du da Dankeschön. Bist. Dankeschön. Herzlich willkommen, Stefanie. Also bei Käsespätzle ist es so, wenn man es richtig macht, macht man sie à la minute. Man reibt den Teig à la minute in das Salzwasser, fischt ihn raus, gibt es dann in eine Schüssel, nein, nicht in der Pfanne, und streut dann den Käse drüber, weil die Spätzle sind ja noch heiß. Und dabei schmilzt dieser Käse ganz langsam, ohne dass er Fett verliert. Und als er Fett austritt, ist, schmilzt er dann und dann kann man das so ziehen. Gibt man es nochmal in der Pfanne, macht es nochmal zu heiß, dann tritt das Fett aus und dann ist dieses Fettige und dann ist dieses Handwerkliche einfach falsch gemacht. Er ist Student, kommt aus Halle an der Saale. Wir freuen uns auf Oliver Sommer. Herzlich willkommen. Hallo. Ja, du bist jetzt 27, wenn ich das so sagen darf, studierst schon ziemlich lange, oder? Ja, macht Spaß. Macht Spaß zu studieren. Und ich weiß ja, dass Studenten eigentlich immer gerne kochen, weil sie ja doch relativ viel Zeit haben. Ja. Ist es bei dir auch? Was machst du heute? Ich mache heute ein Cordon Bleu an einem Kartoffelfeldsalat. Aha. Ja. Also Cordon Bleu ist ja so, ich sag mal, ich habe einen, also von meiner Cousine, der Mann, das ist für den das absolut Lieblingsessen. Ja. Was ist wichtig beim Cordon Bleu? Ja, was? Dass da Käse und Schinken reinkommt? Ja, gut, das ist klar. Auch wichtig, innen schön die Füllung, wie ist das Fleisch geklopft, außen ist es kross, ist der Käse so gebraten, dass er innen nicht verdörrt ist, sondern dass er so leicht raus möchte, wenn das aufgeschnitten wird. Ich weiß nicht, also aber ich meine, das Fleisch muss schön dünn sein, die Füllung muss... Die darf nicht auslaufen auf jeden Fall. Ja, okay. Und ja... Darf er nicht zu heiß angebraten werden, damit es nicht dunkel wird. Hast du uns ein Foto geschickt auch? Nee, ich glaube nicht. Warum nicht?
Hast du noch nie Probe gekocht? Doch, das hatte ich Probe gekocht. Da hatte ich Bandcatering gemacht bei uns im Club. Und ja, da war meine Kamera kaputt, also vom Telefon. Und die Band war zufrieden? Die waren zufrieden, aber der Kartoffelsalat hat denen leider nicht so geschmeckt. Die mögen es lieber mit Mayo. Und ich mache da heute keine Mayo dran, sondern Essig und Zwiebeln und so weiter. Ich bin gespannt, ob die Band heute auch zufrieden ist, in Form von Alfons Schubeck. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. So. Ja, aus Baden-Württemberg, aus Heilbronn, herzlich willkommen, Karin Mahnert. Danke. Karin. Freue mich. Freue mich auch. So, du machst was. Ich mache heute ein klassisches Gericht, Königsberger Klopse. Oh. Mit glasierten Möhrchen und Kaponsoße. Aha. Königsberger Klopse haben wir hier schon öfter gehabt. Ist bei dir etwas Besonderes? Eigentlich nicht. Nee? Also als so Kind, sehen sie aus bei dir zu Hause? Als Kind habe ich es nicht gemocht wegen der Kapern. Ja. Aber mittlerweile mag ich Kapern. Und okay. Ich habe es jetzt ein paar Mal gekocht. Und ich muss sagen, es schmeckt mir gut. Schmeckt dir gut? Ja. Ich bin gespannt. Ich esse auch gerne Königsberger Klopse. Na, dann können wir ja gemeinsam probieren. Kalbfleisch oder? Nein, ich habe gemischtes Hackfleisch, aber ich nehme noch ein paar Sardellen dazu. Früher hat man ja Hering noch mit reingemixt, weil man es sich nicht leisten konnte vom Fleisch her. Aber normalerweise gehören ein paar Sardellen rein und in die Soße ein bisschen Kapern. Nicht so dick abgebunden, nicht so schleimig abgebunden. Und dass man Kartoffeln dazu serviert, das finde ich klasse. Und glasierte Möhrchen, das ist auch was Schönes. Gut, dann bin ich sehr gespannt auf wunderschöne Königsberger Klopse. Wir freuen uns, dass du da bist. Und danke. Jetzt wissen wir genau, was all unsere Kandidaten machen. Also, Königsberger Klopse. Wir bekommen heute ein Gordon Bleu. Wir bekommen klassische Käsespätzle mit Zwiebelringen. Wir bekommen ein leckeres Saltimbocca. Und wir bekommen hier vorne offene Ravioli von Yvonne aus Wien. So, ich habe gesehen vorhin, du hast schon mal den Nudelteig gemacht. Ich einfach normales Mehl und würze das mit Salz und Muskatnuss. Ja. Und da kommen natürlich auch noch Eier rein, je nachdem, wie viel man nimmt. Ich habe jetzt 2 Eier auf die Menge genommen. Und ja, den habe ich dann gut geknetet und der rastet gerade. Und wird dann mit der Nudelmaschine ausgerollt. Genau. Und jetzt bist du dabei, das Gemüse zu schneiden für deine Füllung. Genau. Was machst du da? Machst du eine Gemüsebrühe oder was ist das? Genau, ich setze da jetzt schnell ein Gemüsefond an, damit das nachher, wenn ich das mit dem Gemüse aufgieße, damit das Gemüse weich wird, damit es ein bisschen einen Geschmack hat und nicht nur mit normalem Wasser aufgegossen wird. Sehr gut, sehr gut. Was klopft ihr denn da alle, sag mal? Du, dein Saltimbocca, der ist ein Gordon Bleu, oder? Ja. Sag, komm, das muss man mal zeigen. Zeig her, das muss ich. Schau her. Damit ihr mal wisst, was ein großer Schnitzel ist. Guck mal hier. Okay. Aber ich glaube, wir haben zumindest mal die Hauptarbeit haben wir schon mal jetzt gemacht mit dem Klopfen. Jetzt kommen wir zu Stefanie. Die meine Oma, das ist einfach ein Mehl, Eier, Salz und Wasser. Und Wasser. Ja, welches Verhältnis, wie viele Eier sind da drin? 4 Eier sind drin, das ist jetzt 300 Gramm Mehl und Salz und Wasser so. Dass damit der Teig so eine Konsistenz hat. Das ist nachher ein bisschen nach Gefühl. Mhm. Genau. Das hat meine Oma schon gemacht, das macht meine Mutter und das mache ich schon immer selber. Geht schneller bei uns zu Hause als Nudeln. Und deswegen sind Spätzle einfach unser Leibgericht. Und man hat früher immer... Jetzt schlägt man, dass er so Blasen schlägt und dann wieder schön locker, gell? Genau. Da vorne wird der Speck angebraten. Was ist das hier? Das ist für die Kartoffel, fürs Kartoffeldressing. Das ist ein bisschen arg warm. Ah, Kartoffeldressing für den Feldsalat. Gut. So, hier daneben beim Oliver wird auch schon irgendwas aufgegossen. Was wird da gemacht gerade? Das ist eigentlich der Funk, ich habe vergessen, dass die Platte schon an ist. Ach so, die Platte war an. Macht aber nichts, macht nichts, macht nichts. Das heißt, du kochst den Fond ein für was? Für das Dressing dann. Ach, für das Dressing für den Salat. Genau, da kommt dann noch Essig, Salz und Zucker drin. Und Kartoffeln, wenn die dann irgendwann mal gar sind. Okay. So, Karin, bei dir alles in Ordnung? Ja, alles in Ordnung. Jetzt zeigst du uns mal genau, wie du die Masse machst, ja? Du hast jetzt was da drinnen? Gemischtes Hackfleisch. Ja. Ein eingeweichtes Toastbrot, ein halbes Ei. Kümmel, Pfeffer, Salz und angedünstete Zwiebeln. Zwiebeln. Das Toastbrot war eingeweicht ja, in Wasser? Ja, habe ich nur in Wasser eingeweicht. Nur in Wasser. Habe ich von Björn Freitag gesehen, der macht das auch so. Manche mögen Milch dazu, manche mögen Wasser.
Er hat sich für Wasser entschieden. Ich auch. Königsberger Klops ist ein interessantes Gericht. Man muss aber aufpassen, dass die Klopse nicht zu fest sind. Und dass dieser feine Geschmack, also dieses Spiel mit Sardellen und Kapern, einfach gut rüberkommt. Gut. So, also hier wird die Masse gemacht. Die Masse wird dann gekocht in einer Brühe mit Lorbeerblatt, richtig? Lorbeerblatt, ja. Und Pfefferkörner. Das kommt alles und da rein. Und Piment. Okay, ja. Das darf aber nicht kochen dann, oder? Ja, das darf nicht kochen, das muss bloß ziehen. Es muss schön langsam gar ziehen, sonst wird die Masse, das Eiweiß ja zu fest. So, also bei dir sieht das alles gut aus. Bei Michael sieht das auch gut aus. Du machst jetzt gerade hier Polenta. Das muss man auch mal den Zuschauern erklären. Wie macht man das, in welchem Verhältnis? Also ich habe jetzt hier einen Geflügelfond. Hatte 400 Milliliter Geflügelfond. Dazu 80 Gramm Polenta. Ja. Hab in dem Geflügelfond habe ich erstmal ein paar Kräuter, sprich Rosmarin und Thymian, Lorbeerblatt und eine angedrückte Knoblauchzehe. Und rühre jetzt da noch mal Schlagsahne ein bisschen drunter, um die Cremigkeit eben halt zu erreichen. Butter kommt am Ende noch dazu, Parmesan ein bisschen und dann eben halt der Spinat kurz verschluss machen. Das ist doch schön, oder? Hier, ha? Ein Knöpfle. So. Sind schön locker, Leute. Also ich muss euch sagen, ich habe immer einen großen Vorteil. Ich wäre nicht gerne Publikum hier. Bin hier auf der Seite ist es besser. Kann man immer schön probieren. Wie lange lässt du die kochen? Ja, ich lasse sie immer zweimal aufkochen. Das ist also ein Gefühl. Aber ich lasse sie immer zweimal aufkochen und dann rühre ich sie immer noch einmal um und dann sind sie eigentlich fertig. Wie lange brauchen die im Ofen? Wasser. Ich tue es gar nicht ins Ofen. Nein, gar nicht? Nein. Manche Schichten ist auch, und das wird in den Ofen mal, das halte ich zu lang. Das ist erniedrigend auch für den Käse. Weil der Käse mit der Temperatur nichts anfangen kann, tropft dann in einem gewissen Punkt. Aber wenn dann aus dem Ofen rauskommt, schwimmt unten so viel Fett. Und das sind keine richtigen Käsespätzle. Da hat man sich keine Mühe gemacht. In der Pfanne nur mit Käse? Richtig. Kenne ich so nicht, aber macht nichts. Ich lerne wieder was Neues kennen. So, was macht dein Gordon Bleu? Ich warte immer noch auf die Kartoffeln. Das Fleisch hast du zusammengeklappt. Ja. Wann panierst du das? Kurz vorher. Also. Ja, das ist das nicht nachdenkbar. Aber Leute, ich muss euch jetzt was zeigen, was ich mir gleich vorstelle. Wie man so ein Schnitzel in so einer Schale panieren kann. Auf das bin ich sehr gespannt. Das kriege ich hin. Das kriegst du hin. Ja, da bin ich sehr gespannt. Also, ich muss ja sagen, du bist ja mit dem Geschirr zumindest sehr sparsam, ja? Okay, was machst du? Die Kartoffeln müssen noch weich werden. Und dann? Ja, genau. Und da kommen die da rein? Dann kommen hier, weiß nicht, vielleicht zwei halbe, bisschen mehr. Mal gucken, wie es dann von der Konsistenz wird, wenn mit dem Fond zusammen. Ja. Und dann püriere ich das Ganze. Genau. Dann muss ich den Rest der Kartoffeln noch schälen. Das packe ich alles in eine Schale, rühre das dann mit dem Dressing zusammen. Okay. Und kurz vorm Anrichten packe ich dann halt noch Feldsalat mit rein. Das dauert noch ein bisschen. Gut, diese Kartoffeln. Das könnte knapp werden, aber ich kann es jetzt nicht ändern. Abwarten, die Kartoffeln dauern auf jeden Fall noch, ja? Was schlägst du, Sahne? Was ist das, Sahne? Sahne. Für die Soße? Für die Soße zum Schluss. Und das sind die Klößchen? Ja. Wieso machst du so wenig? Ja, also für eine Person hieß es. Ja, aber guck mal, unser Publikum, die sind extra angereist. Nein, hier. Nein, ich koche für Alphons. Kann man später noch machen. Ja, ja, klar. Nein. Wir sind noch nicht so weit. Nein, ich mache ja nichts. Nicht kosten. Sie hat gesagt, ich koche nur für Alphons. Gut, alles klar, ich bin zufrieden. Ich gehe jetzt auch. Komm, danke, dass du auch für mich was machst. So. Wir sehen uns vielleicht noch einmal. So, jetzt schauen wir erstmal hier bei Yvonne. Ja. Jetzt wird hier der Nudelteig ausgerollt, ja? Genau. Ich bin gerade draufgekommen, dass die andersrum funktioniert als meine zu Hause. Wie? Na, bei mir ist die größte Stufe ist bei 7. Ja. Und die feinste Stufe ist bei 0. In Hamburg ist immer was anders, verstehst du? Ich bin gerade draufgekommen, ja. Wie dünn müssen die werden? Naja, Ravioli dünn halt. Ja, was heißt denn Ravioli dünn? Naja, das ist ein bisschen zu dünn. Das ist zu dünn? Das ist so schon zu. Ach, guck mal jetzt. Mhm. Besser? Ah, jetzt, super. Ja, man muss einmal nur das richtige Maß finden, aber das ist ja okay. Das ist ja okay, das schneide ich einfach. Und die wird dann einfach so in Platten gekocht?
Genau, die schneide ich dann mit dem Ravioli-Schneider, schneide ich die jetzt zurecht. Ja. Und da kommen zwei große. Und zwei kleine. Und dann wird es geschichtet. Genau. Hey, raffiniert, mein Lieber, raffiniert. So, der Michael hat jetzt schon das Kalbfleisch reingegeben. Ist das jetzt Butter? Das ist Butter. Reine Butter, nicht geklärt, sondern so, wie sie ist. Genau. Genau. Ich mag eigentlich gerne diesen butterigen Geschmack und ja, auch am Ende für die Soße. Muss das Salz im Bocker in der Mitte rosa sein oder muss es durchgebraten sein? Durchgebraten, aber es darf nicht trocken werden. Deswegen würde ich es nur von jeder Seite eine Minute, anderthalb. Bevor es dann zum Warmhalten in den Ofen kommt. Man muss ja beim Salz im Bocker aufpassen, dass es nicht zu stark gebraten ist, dass das Fleisch innen saftig ist, aber außen dieser Schinken nicht zu zäh ist. Die meisten Braten ist zu heiß, ist dann alles zu zäh. Okay, und das ist der Polenta hier. Mhm. Die muss auch noch ein oder bisschen, die Polenta, ja, genau. Also, bist du sicher, dass der schon fertig gegart ist? Nein, die muss noch ziehen. Der ist so. Ist noch. Es kommt mir so vor, als wenn ich so viele Tabletten schlucken. Ja, genau. Da hast du recht, so ist es momentan noch. Ja, aber gut, wir warten ab. So, wo sind deine Spätzle? Die sind da hinten und warten. Die tropfen gerade. Die warten. Wann machst du dein Kartoffeldressing? Das mache ich jetzt dann gleich fertig. Zeigst du mir, gell? Möchte ich gerne sehen. Und du bist am Kartoffelschälen? Genau, fürs Dressing. Sind die weich? Die sind weich genug. Ich habe die kleinsten rausgesucht. Okay, gut, sehr gut. Und die werden jetzt hier einfach nur gemixt mit? Genau, mit dem. Mit dem Sud. Was ist denn der Sud hier genau? Das ist erstmal nur Senf und Geflügelfond. Ja. Und etwas Weißweinessig. Also Senf, Geflügelfond, Weißweinessig, Kartoffel wird gemixt und kommt dann zum Salat. Genau, das wird dann noch mit Pfeffersalz und vielleicht ein bisschen Zucker abgeschmeckt. Mal gucken. Okay. Denk dran, dein Cordon Bleu sollte nicht rosa werden. Ich weiß. Das muss noch gegart werden und paniert werden. Was ist das für ein Käse hier? Das ist ein Appenzeller, das ist ein Bergkäse und ein Gouda. Gouda, Bergkäse, Appenzeller. Appenzeller. Aber der ist halt ein bisschen rass, sag mal da. Und deswegen, wenn man den so ein bisschen sehr würzig mischt, ist der, gell? Genau, wenn man den ein bisschen mischt, dann ist es ein bisschen jetzt harmonischer, eleganter. Mhm. Ich probiere zwischendurch das Dressing von unserem lieben Studenten. Sehr lecker! Aber du hättest dich wesentlich einfacher oder hättest es wesentlich einfacher gehabt mit der großen Schale. Ich weiß auch, hier ist ja kein Platz. Okay. So, deine Königsberg-Klopse. Darf ich einen probieren? Ja. Darf ich einen probieren? Ja. Aber ich bin nicht der Alfons, gell? Du darfst trotzdem probieren. Oh, wie großzügig. Wahnsinn. So, jetzt schauen wir mal. Konsistenz ist wichtig. Zu fest? Hast du schon probiert auch? Nein. Gut, so viel habe ich nicht. Dann probier mal bitte. Ich gebe dir was von meinem Klößchen. Probier. So, jetzt bin ich mal gespannt. Was sagst du? Ich bin zufrieden. Ich bin auch zufrieden, hallo? Was? Gut. Ja, das wird so dünn, wenn die Sahne reinkommt. Ja, das ist die klassische Mehlschwitze jetzt mit Kapern, Sardellen. Nein, die Sardellen sind da drin. Sardellen sind da. Kapern sind da drin. Kapern sind da drin. Und die Brühe von da und etwas Weißwein. Und dann kommt zum Schluss die geschlagene Sahne und dann wird das etwas flüssiger. Ja, das darf nicht so dick sein, gell? Nein, weiß ich. Die Karotten schmoren schön langsam, die Kartoffeln da vorne kochen. Jawohl. Also ich bin stolz auf dich, muss ich sagen. Danke. Du machst das ja hervorragend. Oliver. Oliver macht jetzt ein kleines Cordon Bleu, das läuft auch schon. Das wird jetzt der schnellste Kartoffelsalat der Welt. Ja. Jetzt machst du da die Zwiebel dazu und jetzt machst du den Kartoffelsalat. Genau. Kommen noch Kräuter rein? Nö. Mal gucken, vielleicht zum Garnieren ein bisschen was drauf. Ich möchte noch mal Student sein. So. So. Das ist gerade nicht gut. Noch nicht zu Ende gewürzt.
Also ich muss da ganz ehrlich sagen, die letzten zwei Minuten jetzt, Leute, die letzten zwei Minuten, aber die Spätzle muss noch mit würzen, aber sonst sind sie gut, ja? Ich habe einen guten Eindruck hier, guten Eindruck. Guten Eindruck. Schön anrichten jetzt, wir möchten ganz tolle Teller sehen. Alfons ist sehr kritisch, das wisst ihr. Ja? Schöne Soße drauf machen, schöne Füllung bei dir auch jetzt. Polenta schön anrichten, Saltimbocca, Käsespätzle, Feldsalat mit Dressing, Kartoffelsalat, Saltimbocca hier, Cordon Bleu. Und hier die Königsberger Klopse mit der Soße und den geschmorten Karotten. Hast du sehr schön gemacht, muss ich sagen. Sieht sehr gut aus. Kompliment hier für Karin. So, noch ein paar Blätter rein. Es ist jetzt die letzte Minute, Leute. Noch eine Minute, da müssen die Teller vorne sein. Ich bin sehr hart zu euch. Eine Minute noch. Ja, denkt dran, eine Minute. So, gut abschmecken. Dressing fertig machen. Kalt. Schön anrichten. So, die letzten 30 Sekunden, Leute. Nach vorne bringen die Teller. Yvonne, nach vorne. Noch 20. Anrichten. Auf den Tisch da vorne zu deinem Schild. Du auch. 9. Wir sehen hier von Yvonne diese offenen Ravioli mit dem Gemüse und der Kräuterschaumsoße. Einfach, ich glaube aber sehr lecker. Die Frage wird sein, ist das wirklich alles gut abgeschmeckt? Auch so kann man Klassiker interpretieren, nämlich von Karin die Königsberger Klopse. Sehr fein angerichtet, schön präsentiert. Die Klößchen, finde ich, schmecken gut. Ich glaube, die Soße könnte ein bisschen zu dick sein, aber schauen wir mal. Und was ich gut finde, sind hier die geschmorten Karotten. Ja, der Michael hat heute vollzogen bei uns ein Polenta-Gericht mit Kräutern, dazu Saltimbocca. Das ist immer schwierig, ob da das wirklich perfekt gebraten ist. Wenn das Kalbfleisch zu lang drin ist, ist es zu trocken. Und ich finde, die Soße ist ein bisschen dünn. Ja, Stefanie hat für uns gemacht Käsespätzle. Die sind aus meiner Sicht gut gelungen. Die haben ein tolles Aroma durch den Käse, natürlich auch durch die Röstzwiebel. Und dazu gibt es einen Salat. Mal schauen, das Dressing habe ich jetzt nicht probiert, ob das gut schmeckt. Aber ich fühle mich wie auf einer Skihütte. Ja, da soll einer sagen, bei der Küchenschlacht wird man nicht satt. Oliver sorgt für zumindest mal für Größe, ein Cordon Bleu. Da wirst du garantiert satt davon. Ein Kartoffelsalat, der aus meiner Sicht diesmal wirklich gut schmecken müsste. Die Frage wird sein, ist das Cordon Bleu innen auch wirklich durch? Ich bin so froh. Ich muss erst mal sagen, sieht wirklich gut aus, dass ich das nicht entscheiden muss. Aber wir haben ja einen Experten eingeladen, der viel Hunger hat, der gerne gut isst. Wir freuen uns auf Alfons Schubeck. Ich habe jetzt keinen richtigen Favoriten dabei, aber ich finde das eine schöne, bunte Mischung, wo man sehr viel handwerklich falsch machen kann. Oder richtig machen kann. Fangen wir mal gleich mit die Königsberger Klopse an, mit Salzkartoffel und karamellisierten Möhrchen. Also da arbeiten wir uns schön langsam von außen nach innen. Wir hätten vielleicht noch einen Tick gebraucht. Aber sind eigentlich auf einem guten Weg.
zu hart. Bitte? Also Kaninchenmäßig. Ja, das ist. Also bei der Karotte ist wirklich so, so ein Karottengemüse, wenn man dann zum Schluss ein bisschen frische Petersilie drauf tut, ist einfach, aber schmeckt richtig gut. Ja. Das sind jetzt glasierte Möhrchen, das sieht man. Man hat sich da schon ein bisschen Mühe gemacht. Aber um die geht es ja gar nicht. Es geht eigentlich um die Königsberger Klopse, die ein gewisser Immanuel Kant immer gereicht hat den Leuten. Wo in Königsberger Hof? Mhm. Und da wurden ja dann zum Teil Heringe hineingemacht. Aber klassisch wäre jetzt, dass da ein paar Sardellen drin sind und in der Soße die Kapern. Ja. So waren jetzt die Königsberger Klopse. Das ist aber hier der Fall. Bitte? Das ist hier der Fall. Ich finde die ja gar nicht schlecht, muss ich auch sagen. Meine Damen und Herren, für die, die nicht aus Bayern kommen, das ist die Emotion der Bayern, da müsst ihr auch nichts dabei denken. Nein, wir sind da sehr großzügig. Aber es ist so, dass man hier merkt, die Soße ist ein bisschen zu dick. Aber der Geschmack der Klößchen ist gut. Bindet, ist natürlich klar, dadurch, dass es so dick ist, stumpft das Gericht jetzt ein bisschen ab, da geht der Glanz verloren. Aber der Geschmack ist nicht schlecht. Gut gemacht. Kompliment. Salz im Bocca alla Romana mit Marsala-Soße und Parmesan-Spinat-Polenta. Ja, da geht's ja los, du. Schauen wir mal die Polenta an. Mhm. Normalerweise ist man ja gewohnt, dass es immer so Ziegelsteine sind. In dem Fall kann man das Püree genauso gut machen. Man kann es als Suppe machen. Das hat man ja früher sehr variabel eingesetzt. Ich finde es ein bisschen geschmacksneutral, die Polenta. Hätte mich ein bisschen frecher drüber getraut. Hier würde ich wahrscheinlich ein Oberschäler verwendet. Da würde ich immer entweder den Rücken nehmen oder eben, wenn man sie leichter machen will, kann man sehr viel Filet kaufen. Geht's auch gut. Mhm. Schade, dass von der Soße nichts da ist. Oder wenig. Man kann das ein bisschen erahnen, dass sie eigentlich einen guten Geschmack hat. Aber das ist nicht schlecht gemacht. Hier, ein bisschen stark gebraten. Mhm. Nicht schlecht. Aber da würde ich immer raten, so ein Ländchen, so ein Kalbsrücken zu nehmen, das rumzuwickeln. Dann schaut es ein bisschen eleganter aus. Aber es ist ja Leibgericht, das kann jeder machen. Was er will, gell? Ob er es im Kuhfladen drauf hat oder nicht. Muss dann aber jeder selber wissen. Jetzt schauen wir mal da. Käsespätzle mit Röstzwiebeln und Feldsalat mit Kartoffeldressing und Speckwürfel. Na, das ist aber bei Käsespätzle ist es ja so. Mhm. Die sind jetzt geschmacklich, um das in Bayerisch auszudrücken, nicht schlecht. Sie ziehen sich auch noch, was man sieht, sie ziehen sich zwar ein bisschen da unten, aber sie ziehen sich, siehst du das, also ein bisschen kommt's. Aber der Geschmack ist gut. Also ich es. Ich hätte ein bisschen leichter gemacht, lockerer, ich hätte noch ein bisschen Geflügelbrühe oder ein bisschen Brühe gemacht oder Rinderbrühe. Und dann hätte ich die kommen lassen, den Käse nur so als Begleitung, als, sagen wir mal, wie so ein Netzwerk, wie so ein Baumstamm, der sich dann verbindet. Aber geschmacklich sind die in Ordnung und die Röstzwiebel auch. Wollen wir nochmal eins probieren? Nein, kann man nicht meckern, passt. Aber die hätte ich ein bisschen feiner gemacht, ein bisschen schöner gemacht, obendrauf. So ein bisschen, weil das ist ja kein leichtes Gericht. Aber wenn das dann noch so nett serviert ist, dass man das Gefühl hat, na ja, dann isse ich halt den Löffel noch, dann kann man das locker machen. Das ist jetzt der Kartoffeldressing, Speckwürfel. Schauen wir mal, der da wischen kann. Mhm. Da muss man aufpassen, dass man nicht die zweiten oder dritten Zähne schon drin hat. Bei den Speckwürfeln, sonst fliegen die weg. Aber die sind halt krass, gell? Da rührt sich was. Schöner Dressing, gutes Gericht. Vielen Dank. Cordon bleu. Ja, siehst du, das ist, wenn es halt ein Leibgericht ist,
dann zählt die Größe gar nicht mehr. Da haben wir ein bisschen Zitrone drüber. Also man nannte es auch für Hungrige. Also beim Kartoffelsalat kann ich schon mal sagen, der ist leider nicht mit Leidenschaft geschnitten, sondern die sind so hoch. Jawohl, schauen wir durch. Wie das war, ist da innen drin. Dann sehen wir, dass das Fleisch, ja, man kann es sagen, gerade noch hier. Sieht man schon ein bisschen, dass das noch nicht ganz fertig ist da. Aber jetzt probieren wir es einmal, bevor wir schimpfen, probieren wir es einmal. Mhm. Also saftig ist es schon. Ist auch sehr großzügig belegt. Da ist noch ein bisschen roh. Aber geschmacklich hat das schon mal so ein bisschen zu dick geschnitten. Also weiß ich gar nicht, ist da ein Käse dabei? Ja. Der ist jetzt nicht mehr vorhanden. Die verdünnt, der ist der Vorläufer. Also ich sehe jetzt keinen, aber wenn du sagst, ist dabei. Klar ist der. Aber beim Cordon Bleu sollte der Käse halt sichtbar sein. Das war aber wichtig. Ja, da sieht man doch, hier ist es roh. Hier ist es roh. Ja. Das Fleisch noch roh. Aber ich meine, saftig ist es schon, gell? Aber es ist halt ein Tick zu wenig. Das ist ein Kartoffelsalat, da wirst du in Bayern wahrscheinlich erhängt. Also, mein, bei allem Respekt, gell? Ich finde, die Marinade ist gar nicht schlecht. Die kann sie aber nicht durchsetzen, weil der Kartoffel so dick ist, dass sie sich da ein bisschen schwer tut. Ein bisschen schade. Eigentlich ein guter Ansatz. Aber in Bayern sieht man halt nicht, auf der ganzen Welt ist der Kartoffelsalat in Scheiben geschnitten, dass die Marinade möglichst sich verbinden und anfreunden kann mit diesen Kartoffelscheiben. Schöne Kartoffel, schöne Farbe, muss ich sagen. Auch der Kartoffel darf nicht schlecht schmecken. Aber er muss noch ein bisschen, sagen wir mal, so ein bisschen entfernt vom Kartoffelsalat. Kartoffelfeldsalat, ja. Entschuldigung. Also schauen wir mal weiter. An und für sich. Offener Ravioli, ja, Ravioli ist jetzt wieder was anderes, hat mit Ravioli jetzt gar nichts zu tun, sondern das ist eher eine offene Lasagne, könnte man sagen, weil sie ist so ausgestochen. Schauen wir mal da. Hm. Sehr brav abgeschmeckt. Was heißt denn brav? Was, ist ja, das Gegenteil nicht. Von erhängt? Das Gegenteil von frech abgeschmeckt. Also. Nudeln, sehr gut gekocht, sehr al dente. Schmeckt mal gut, optisch ein schönes Gericht. Also zumindest, wenn man das Gemüse anschaut, hat man das Gefühl, das ist mit Respekt gebraten. Da ist nichts kaputt gemacht worden. Teig ist auch selbst gemacht, gell? Was bitte? Teig ist auch selbst gemacht. Ja, das schaut so aus, ja. Aber es ist halt eine offene Lasagne, aber das würde mich nicht einmal stören, wenn das das Leibgericht ist. Also sagen wir mal so, das Gericht schaut schöner aus, wie es schmeckt. Aber ja, wenn man es nicht würzt, tut mir leid, dann schmeckt es halt nicht. Aber das Gemüse ist so gebraten, dass es nicht aussaftelt. Also du spürst, wenn du auf was beißt, spürst du jedes Gemüse. Aber es ist halt leid für meine Begriffe. So wenig gewürzt, schaut aber gut aus. Und wenn es gewürzt war, darf es auch noch sehr gut schmecken. Nur gut gemacht. Ich kann einmal sagen, die Königsberger sind weiter. Königsberger sind weiter, Leute. Jawohl. Die Saltimbocca ist weiter. Die Kappe ist weiter. Die Käsespätzle sind weiter. Die Käsespätzle sind auch weiter. So. So, jetzt. Und jetzt habe ich das Problem der Bewertung dieser zwei Gerichte. Also ich muss jetzt immer denken, ich bin jetzt in einem Restaurant, mir wird das serviert. Was halte ich jetzt davon? Was kann ich jetzt machen? Hier könnte ich jetzt noch Salz und Pfeffer drauf, dann könnte ich sagen, das Gemüse freut sich. Wenn man es hier anschaut, nichts kaputt gebraten. Also sauber gebraten, wie gesagt, vielleicht auch die Würze verwendet. Ich hätte diesen ein bisschen mit brauner Butter oder mit irgendwas eingepinselt, dass das nicht so da liegt, wie wenn man sagen, da schauen wir die Zeitplane drüber.
Nicht Ravioli, das hat mit Ravioli gar nichts zu tun, aber das ist eher offene Lasagne, aber handwerklich gut gemacht. Sauberes, saubere Nudel, sauberes Gemüse, nur vergessen abzuschmecken. So, also, so ist es auch nicht, ein bisschen schmeckt schon, so ist es nicht. Hier habe ich ein Kotelett, das ist sicher für jemanden, der sehr hungrig ist. Ich habe hier ein kleines Problem, weil es innen noch roh ist auf der Seite. Da innen sehr viel Schinken drin. Ich glaube, wenn man da reinschaut, sieht man es zum Beispiel hier, das Fleisch ist roh. Sieht man. Gell? Hätten wir ein bisschen braucht, den Käse finde ich nicht. Dann habe ich die Kartoffel ein bisschen ist jetzt ja untertrieben, aber ich habe sie ein bisschen zu dick einfach geschnitten. Da hat er ein Salatdressing, der übrigens sehr gut geschmeckt hat, das muss ich auch sagen, hat fast keine Chance mehr. Deswegen ist bei mir das Gericht, das eigentlich ein schönes Gericht ist, muss ich das Gericht dem vorziehen, weil es ist handwerklich besser gemacht wie das handwerklich. Jetzt dies weiter. Tut mir leid, Oliver. Ja, Leute, es macht immer Spaß. Ich hoffe, Sie haben wieder was dazugelernt. Morgen geht's weiter, 14:15. Schönen Nachmittag. Tschüss.